Hallo und herzlich willkommen auf eurem GYM-Tutorial-Kanal. Mein Name ist Michael. Ja, heute möchte ich über den Filter Retinex sprechen. Viele, die mit GIMP arbeiten oder sich damit befassen, haben sich schon oft gefragt, was ist das denn überhaupt für ein Filter? Retinex, für was brauchen wir den? Und der Filter Retinex, mit dem Filter Retinex können wir zum Beispiel schlecht belichtete Fotos verbessern. Jetzt hier habe ich dieses Foto gerichtet. Es ist natürlich wahrlich schwer, schlecht belichtete Fotos auf irgendwelchen Seiten zu finden. Die gibt es nicht mehr im Prinzip. Deshalb habe ich jetzt hier dieses Foto gewählt. Das findet ihr wie immer in der Beschreibung des Videos als Link. Und nur zu Demonstrationszwecken, wie der Filter Retinex im Einzelnen funktioniert. Und ich dupliziere die Ebene hier einmal und schalte die untere Ebene aus, oder beziehungsweise ich werde diese Ebene hier zweimal duplizieren, weil ich hier mit Ebenendeckkraft vielleicht noch arbeiten möchte. Wenn wir jetzt den Filter Retinex aufrufen, der Filter Retinex befindet sich unter Dynamikkompression, also bei GIMP 2.10.8. Und hier unten sehen wir das, Dynamikkompression Retinex. Und wir sehen das kleine Fenster hier, das ist übrig geblieben noch von GIMP 2.8. Ja, also es lässt sich hier im Grunde genommen nicht größer stellen, wenn dann nur ausschnittsweise. Deshalb lasse ich das mal so. Und wir sehen hier also dieses Vorschaubild. Die Vorschau ist standardmäßig eingeschaltet. Und wir haben jetzt hier den Grad dieser Geschichte. Und das ist Dropdown-Menü hier. Da haben wir drei Einstellungen. Einmal gleichmäßig, dann haben wir niedrig. Man sieht hier schon gleich den Unterschied. Der niedrige bzw. das gleichmäßig sorgt dafür praktisch, dass der Effekt auf alle Bereiche, gehen wir mal zurück, auf alle Bereiche des Fotos angewendet wird. Und zwar auch natürlich die mit hoher Farbaktivität und so weiter, da wird es einfach stärker herausgeholt. So, schauen wir mal hier, Vorschau. Die anderen Grad- oder Vorschau-Sachen sind so, dass man sagen kann, hoch zum Beispiel ist so, dass es eben nur die Farbbereiche mit geringer Farbaktivität oder Bereiche mit geringer Farbaktivität berücksichtigt, und der niedrige, da ist es genau umgekehrt. Wir haben hier die Möglichkeit, über den Schieberegler Skalierung den Effekt zu beeinflussen. Wenn ich jetzt mal hier auf gleichmäßig bleibe, natürlich ist es so, je höher diese Skalierung eingestellt ist, schauen wir mal, desto besser ist eben, oder beziehungsweise je höher ist, umso besser ist die Skalierung, beziehungsweise die Resultate sind besser und verändert eben auch das Skalierungsverhältnis. Mit dem Skalierungsverhältnis kann man auch nur am besten minimal arbeiten, und weil ein zu hoher Wert hier das Bildrauschen verstärkt. Und das sollte man ja sehr, sehr vorsichtig sein mit dieser Geschichte. Und zum Schluss der Dynamikschieber beeinflusst die Farbsättigung. Ja? Also diese drei Sachen sind einmal wichtig zu wissen, beziehungsweise diese sechs Sachen, also gleichmäßig, niedrig und hoch, habe ich schon kurz erklärt, die Skalierung, Skalierungsverhältnis und die Dynamik. Und wie gesagt, wir können jetzt hier zum Beispiel mit hoch arbeiten oder mit niedrig. Dann sieht man das hier ganz gewaltig hier, wie das herauskommt, und gleichmäßig. Ich werde jetzt hier einfach mal so das lassen. Ich habe schon ein bisschen rumgespielt hier. Ich lasse das einfach mal so und klicke auf OK, damit der Effekt angewendet wird. Das Bild hier ist sehr groß, 3840 x 2160. Deshalb braucht es seine Zeit. Entschuldigt bitte, ich bin ein bisschen durch den Wind. Ich bin erkältet. Ich hoffe, ihr hört das. Ich bitte das zu entschuldigen. Deshalb bin ich so ein bisschen vielleicht zerstreut. Also ich hoffe, man sieht es mir nach. Und jetzt haben wir hier natürlich eine gewaltige Verbesserung und Ausleuchtung. Und das ist natürlich viel zu viel. Das können wir natürlich nicht benutzen, weil hier Überstrahlungen sind und so weiter. Und deshalb werde ich jetzt hier mal auf 5% gehen.
beispielsweise. Ja? Und ihr seht, wie dann hier praktisch diese Ausleuchtung vonstatten geht. 10. Ja? Also da wird dann aber auch das Rauschen mit verstärkt. Da muss man sehr aufpassen. Und ich habe mir gedacht, vielleicht möchte ich ja nur die Katze hier vorne, den Kopf so ein bisschen verbessern. Und deshalb rechte Maustaste der Ebenenmaske hinzufügen. Und dann werde ich hier mal schwarzvolle Transparenz nehmen. Jetzt habe ich die untere Ebene sichtbar gemacht. Ne, durch die schwarze volle Transparenz Ebenenmaske wird die untere Ebene sichtbar gemacht. Und wenn wir jetzt hier auf der Maske mit der Vordergrundfarbe weiß, die wir einstellen müssen, und dem Pinsel jetzt hier über unsere Katze gehen, dann holen wir uns hier diesen Retinex-Effekt einfach zurück. Ne? Und so ein bisschen irgendwie, nicht, wenn wir nicht alle Schnurhaare kriegen, ist auch nicht schlimm. Das fällt dann letztendlich gar nicht auf. Nach außen möchte ich das gar nicht mehr tragen. Man sieht es hier so ein bisschen, ja. Und jetzt kann man hier sehen, was haben wir denn? Noch ein bisschen. Man kann hier an der Maske sehen, okay, wo war man denn schon? Überall. Ja, so. Und dann machen wir das schön hier so. Ein bisschen, vielleicht hier noch so ein bisschen. Und ja, so, was ich jetzt noch machen möchte, ist rechte Maustaste nach unten vereinen. Also ihr habt das Prinzip verstanden, nicht so. Jetzt kommt das hier ein bisschen besser raus. Ja, und das, die Augen möchte ich noch so ein bisschen schärfen. Dazu suche ich mir hier das Weichzeichnen und Schärfenwerkzeug. Ganz einfach, stelle hier unten Schärfen ein. Und werde mal die Größe anpassen hier und fahre ich jetzt hier mal ein bisschen über die Augen, um die noch ein bisschen zu schärfen. Natürlich linke Maustaste drücken und einfach hier hinein. Und dann ist die Sache im Grunde genommen erledigt. So, das war's also schon. Ja, letztendlich muss man sagen, wir haben hier diesen Retinex-Effekt, um eben schlecht belichtete Fotos zu verbessern. Und wie gesagt, in der Voreinstellung ist die Checkbox Vorschau aktiviert und da kann man gleich sehen, wie sich die Änderungen auf das Bild auswirken. In diesem Dropdown-Menü können wir den Grad einstellen und zwar gleichmäßig, sorgt eben dafür, dass GIMP den Effekt auf alle Bereiche, egal ob hohe oder niedrige Farbaktivitäten anwendet. Niedrig leuchtet Bildbereiche mit hoher Farbaktivität stärker aus und hoch berücksichtigt die Bereiche mit geringer Farbaktivität. Und wie gesagt, der Schieberegler Skalierung, der beeinflusst eben die Stärke des Filters und je höher der Wert ist, desto besser und feiner sind die Resultate. Und ja, die Voreinstellungen, die kann man in der Regel lassen. Und ja, das Skalierungsverhältnis, das verändert man eben nur am besten minimal, nämlich nur zu hoher Wert wird eben das Bildrauschen verstärken und Dynamik korrigiert eben die Farbsättigung. Okay, also ihr habt es gesehen. Herzlichen Dank fürs Schauen. Ich will jetzt mal versuchen, ich mache mal noch diese Ebene, werde ich einmal duplizieren und schau mal, wie es aussieht, wenn wir jetzt hier noch einen Filter von, und zwar verbessern, unscharf maskieren drüber laufen lassen, ob das nicht zu viel wird hier. Könnte man mal drüber laufen lassen, weil ich die Augen noch ein bisschen raushole. Das heißt, Ebenenmaske hinzufügen, wieder schwarz, volle Transparenz. Dann nehme ich hier die weiße Farbe und hole mir hier die Schärfung von den Augen noch ein bisschen. Beziehungsweise, ja genau, stelle ich das frei und da vielleicht hier noch so ein bisschen und rechte Maustaste nach unten vereinen. Und jetzt reicht es aber dann auch. Kann man ewig weitermachen. Aber das war das Ziel eben mit diesem Retinex-Filter. Und jetzt kann sich jeder, weiß jeder, okay, aha, damit kann man eben das und das machen. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen. Wie gesagt, ich bin ein bisschen erkältet. Seht mir das nach. Für die neuen Menschen, die hergefunden haben, gleich kommt der Abspann. Da kommt das Kanalsymbol, wenn euch dieses Tutorial gefallen hat. Dann lasst mir doch einfach ein Abo da. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig Freude machen. Wie gesagt, wenn es euch Spaß gemacht hat, baut's nach, macht's schöner als ich. Nehmt eure eigenen Fotos, verbessert die Farben, wenn sie schlecht belichtet sind und so weiter. Und mit dem Retinex-Filter. Okay, und dann herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.